Hallo und herzlich willkommen zu Mattings Warentest. Wir wollen heute zwei Geräte ausprobieren, die das Problem lösen, dass man zwar im Urlaub viel fotografiert, aber im Nachhinein dann nicht mehr weiß, wo man die Sachen eigentlich aufgenommen hat. Und dazu haben wir hier den Starhiker 65 von der Firma Pearl und das Foto-GPS von der Firma Yobo, was hier oben auf dem Blitzschuh sitzt. Die beiden Geräte sind vom Konzept her leicht unterschiedlich. Das eine hat den Vorteil, dass es direkt auf dem Blitzschuh der Kamera sitzt. Dadurch hat man auf jeden Fall immer freie Sicht zum Satelliten, jedenfalls dann, wenn man die Kamera benutzt. Und das ist ja der wichtigste Zeitpunkt. Es zeichnet die Position in dem Moment auf, wo man den Auslöser drückt. Das zweite Gerät, der Starhiker von Pearl, der arbeitet ein bisschen anders. Der zeichnet nämlich dauernd die Route auf. Das hat den Vorteil, dass man auch tatsächlich im Nachhinein überall sieht, wo man gewesen ist. Der Nachteil ist allerdings, dass man selber dafür sorgen muss, dass das Gerät auch tatsächlich Satellitenempfang hat. Und das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn es einfach so runterhängt. Zu Hause am Computer angekommen, können wir die Bilder erst einmal begutachten. Wenn alles zu unserer Zufriedenheit ausgefallen ist, dann übernimmt ein mitgeliefertes Programm die Arbeit. Das Programm lädt zunächst die Ortsinformationen aus dem GPS, dann die Bilder von der Speicherkarte, kombiniert die beiden Angaben und trägt schließlich die so gewonnenen Details in die sogenannten EXIF-Daten der Fotos ein. Die zum Starhiker gehörende Software liest zunächst die Positionsdaten vom Gerät ein. Anschließend kann man diesen Positionsdaten dann die Bilder hinzufügen. Foto-GPS und Starhiker sind insgesamt doch recht unterschiedliche Geräte. Das merkt man nicht nur am Preis. Foto-GPS kostet 120 Euro etwa, Starhiker nur 70 Euro. Das Foto-GPS ist schon speziell für Fotografen entwickelt. Man kann es auf einen Blitzschuh aufsetzen. Das hat Vorteile wie die direkte Sicht zum Satelliten, aber eben auch Nachteile, denn manchmal geht zum Beispiel der Blitz einer Kamera dann nicht mehr auf. Und es hat auch nicht jeder Fotoapparat noch einen Blitzschuh. Der Starhiker wiederum hat diese Probleme nicht, aber dafür muss man ihn eben auch immer so tragen, dass er den Satelliten sieht.